Heute brauche ich mal eure Hilfe. Und zwar, hier habe ich jetzt gerade meine ganz normale Seite bei YouTube aufgerufen, so muss sie auch aussehen. Man beachte die Größe dieses Fensters. Alles gut. Jetzt gehe ich in mein anderes, mein Langschwert-Profil. Ja, rufe irgendwas auf, völlig egal was. Und völlig falsche Größe. Das Video bremse ich mal, das tut jetzt nichts zur Sache. So. Und das kann ich dem Ding nicht austreiben. Es kann nicht an Firefox direkt liegen. Es kann nicht am Rechner liegen, weil ich habe das jetzt genau dieses Verhalten auf zwei verschiedenen Rechnern. Und ich habe es mit verschiedenen Profilen. Das heißt, irgendwas ist im Langschwert-Profil bei YouTube verändert worden. Und irgendwas anderes ist im Flashwert-Profil nicht verändert worden. Ja. In the olden days, what Guter you'd Rat see nicht on a movie. unbillig. Hallo Jean. Ja. Ich stehe da völlig auf dem Schlauch. Wie gesagt, zwei verschiedene Rechner, zwei verschiedene, also wo ich auch nicht dran rumgefummelt hätte oder so. Das heißt, die Veränderung muss wirklich irgendwo bei YouTube passiert sein, auf dem einen Rechner und auf dem anderen. Kann ich sie nicht wieder, oder ich kann sie auf beiden nicht wieder rückgängig machen. Hätte ich jetzt irgendwas mit Firefox vermurkst, dann würde Firefox dieses Verhalten ja nur auf dem einen Rechner zeigen. Es kann also das gute alte, ja, dann mach doch mal Ctrl plus, Ctrl minus oder solche Scherze. Das kann's nicht sein. Löschen vom Cache, habe ich auch schon gemacht, hilft in Anführungszeichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das Konto wechsle, gehe zu Langschwert rüber und habe jetzt hier was zu Großes. Ja, also diese merkwürdige Übergröße. Ja, man sieht hier den Rand. Und jetzt verlasse ich einfach mal das Ganze und logge mich aus. Wo kann ich mich eigentlich ausloggen? Gibt es auch? Abmelden. Da, melde mich ab. Gehe jetzt also praktisch als niemand hier rein. Klicke irgendwas an. Und siehe da, die Größe stimmt so. Ne? Kein Überhang an der Seite, alles gut. Jetzt melde ich mich wieder an. Jetzt kann man richtig sehen, wie das Bild von alles stimmt plötzlich auf groß umspringt. Wenn da mir jemand einen Tipp geben könnte, woran das liegt und wie ich es wieder wegkriege, das wäre wirklich sehr liebenswertig.